Willkommen zur 95. Ausgabe des Deloitte Future Talks, dem Podcast rund um Zukunftsthemen. Mein Name ist Michael Gramp und ich führe euch heute wieder durch diese Folge. Ich habe mich mit meinem Kollegen und Co-Moderator Alexander Börsch kurzfristig entschieden, eine Folge über den aktuellen Stand beim Thema Brexit zu produzieren. Die aktuelle Situation ist ja etwas undurchsichtig. Der Hard Brexit droht, aber vielleicht doch nicht. Was passiert bis Ende des Jahres? Welche Szenarien sind denkbar? Und was kommt auf Unternehmen zu? Darüber spreche ich gleich mit Alexander Börsch. Alex ist ja Chefökonom und Leiter Research bei Deloitte Deutschland. Dort seit gut 4 Jahren in unserer Brexit Taskforce tätig, hat schon über ein Dutzend Brexit Briefings veröffentlicht und wird häufig von Medien zu diesem Thema befragt. Also auch für uns der ideale Diskussionspartner. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Deloitte Future Talk. Innovation. Transformation. Leadership. Disruption. Growth. Let's talk about the future. Ich grüße in der Leitung meinen deutschen Kollegen und Co-Moderator des Future Talks, Alexander Börsch. Hallo Alex, ein Grüezi nach München. Hallo Michael, grüß Gott nach Zürich. Alex, wir haben uns ja recht kurzfristig entschieden, diese Episode über den Brexit aufzunehmen. Es ist aktuell Montag, 30. November. Morgen Dienstag wird die Folge live gehen. Warum das Thema Brexit? Einerseits steht eine weitere sehr wichtige Deadline in diesem Drama an. Andererseits habe ich zumindest hier in der Schweiz den Eindruck, dass das Thema in den letzten Monaten medial bei weitem nicht mehr so intensiv diskutiert wurde. Einerseits wird das Thema natürlich überstrahlt von Corona. Andererseits haben auch viele den Durchblick verloren, wo wir überhaupt stehen beim Brexit. Erklär unseren Zuhörern doch erstmal, wie ist der aktuelle Stand bei den Brexit-Verhandlungen? Was kommt in Kürze auf uns zu? Ja, man muss sagen, es ist nicht schwer, beim Brexit den Überblick zu verlieren. Ich meine, es geht ja jetzt doch schon 4,5 Jahre, die Verhandlungen. Und ich glaube, man muss tatsächlich 2 Sachen auseinanderhalten. Also bis letzten Januar oder genau genommen bis diesen Januar ging es ja darum, wie sich die EU und UK trennen. Also das war quasi die Austrittsvereinbarung, die Scheidungsvereinbarung. Und da gab es ja auch schon einiges an Drama. Das Austrittsdatum wurde letztes Jahr je nach Zählung 2 bis 3 Mal verschoben. Es gab viel Chaos. Am Ende hat man sich dann geeinigt. Und was wir jetzt tatsächlich seit Februar eigentlich sehen, sind die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen, also über die künftigen wirtschaftlichen Beziehungen und über die künftigen auch die Sicherheitsbeziehungen. Und in den ursprünglichen Austrittsvereinbarungen gab es eine politische Deklaration, die mal so die groben Linien vorgegeben hat, wobei man sagen muss, die waren tatsächlich sehr, sehr grob. Und jetzt in den aktuellen Verhandlungen geht es wirklich darum, festzuzurren, wie wollen wir in Zukunft miteinander handeln, wie wollen wir in Zukunft miteinander kooperieren. Und auch da ist es im Moment, sind wieder einige Deadlines gerissen worden. Eigentlich war die letzte Verhandlungsrunde, sollte Anfang Oktober beendet sein. Boris Johnson hatte ein Ultimatum für Mitte Oktober gestellt. Wir haben dann neue Deadline Mitte November gehabt. Jetzt ist die nächste Deadline Anfang Dezember. Und das Schwierige dabei ist eigentlich, dass man eine gewisse Zeit braucht, um dieses eventuelle Abkommen überhaupt noch zu ratifizieren. Das heißt, das Europaparlament, es muss in alle Sprachen übersetzt werden, man muss drauf gucken, man muss es ratifizieren. Das heißt, da ist man ursprünglich davon ausgegangen, dass das ungefähr 6 bis 8 Wochen dauert. Jetzt haben wir, wenn wir uns Weihnachten anschauen, vielleicht noch 3 bis 4 Wochen. Und das heißt, das Ganze findet wieder unter ziemlichem Zeitdruck statt. Und man muss gucken, dass man wirklich auch diese parlamentarischen Prozesse nochmal einhält. Vielleicht noch kurz zum Inhaltlichen. Wo stehen wir? Es gibt nach wie vor 3 Knackpunkte in den Verhandlungen. Das sind zum einen die Fischereirechte. Also wie viele, was sind die Quoten für EU-Fischer in britischen Hoheitsgewässern? Es ist die Frage des Level Playing Field, also die gleichen Wettbewerbsbedingungen bei Sozial-, Umwelt- und Subventionsstandards und der Streitschlichtungsmechanismus, wenn das Abkommen in irgendeiner Form verletzt werden sollte. Also das ist so im Moment der Stand der Dinge. Es gibt noch keine
wirklichen ganz konkreten Lösungsansätze für die Streitpunkte. Und wie gesagt, ich denke, bis nächste Woche spätestens müsste eigentlich irgendeine Form von Vereinbarung auf dem Tisch liegen. Und welche Szenarien sind dann denkbar? Ja, wir haben uns auch bei den Szenarien, die sind im Laufe der Zeit weniger geworden. Ganz am Anfang, also direkt nach dem Referendum, war noch die Frage, wird UK vielleicht doch noch im Binnenmarkt verbleiben oder in der Zollunion? Zwischendrin gab es Ambitionen, auch von britischer Seite einen ganz neuen Freihandelsvertrag zu schließen, der Dienstleistungen mit einschließt und auch Zusammenarbeit bei digitalen Technologien. Und je schwieriger das wurde, desto geringer wurde eigentlich die Ambition in Bezug auf den Freihandelsvertrag, so dass wir jetzt eigentlich nur noch zwei Optionen haben. Entweder einen sehr abgespeckten Freihandelsvertrag für Güter, also einen ganz traditionellen, klassischen Freihandelsvertrag auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist eigentlich dann nur noch die Option ein Brexit ohne Vertrag, also der No-Deal-Brexit, wo dann tatsächlich es keinen Freihandelsvertrag geben würde und man unter den Regeln der Welthandelsorganisation miteinander Handel treiben würde. Das bedeutet natürlich, es würde Zölle geben, die nach wie vor signifikant sind. Beispiel ist immer, Autos werden mit 10% unter WTO-Regeln verzollt, Autoteile werden mit 4,5% verzollt, Lebensmittel irgendwo zwischen 5% und 10%. Das heißt, diese Art von No-Deal-Brexit hätte natürlich schon einiges an Auswirkungen für die Handelsbeziehungen zwischen der EU und UK. Du hast mit deinem Team ja in den letzten Jahren immer viele Szenarioanalysen erstellt, auch um die Konsequenzen eines Brexits vor allen Dingen für die deutsche Wirtschaft zu berechnen. Lass uns doch nochmal kurz auf dieses Worst-Case-Szenario No-Deal-Brexit schauen. Was wären denn so die wirklichen Auswirkungen für deutsche oder europäische Unternehmen? Ja, ich glaube, einige der Auswirkungen sehen wir sogar schon, weil wir haben natürlich eine enorme Unsicherheit durch den Brexit in die Handelsbeziehungen reingekriegt. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal rein makroökonomisch anguckt, dann sieht man, dass UK zum Zeitpunkt des Referendums der drittwichtigste Handelspartner für Deutschland war. Jetzt ist es der fünftwichtigste. Also vor allem der Warenhandel ist schon deutlich zurückgegangen. Das ist sicherlich ein Effekt. Auf jetzt direkt auf Unternehmensebene gibt es so ein paar ganz offensichtliche Konsequenzen. Das sind die bereits angesprochenen Zölle, die relativ hoch sind und die natürlich vor allem für die deutschen Paradesektoren sehr, 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 sehr wichtig sind, nämlich vor allem die Autoindustrie, für die UK ein sehr, sehr wichtiger Markt ist. Das gilt natürlich auch für alle anderen exportorientierten Sektoren. Man kann da an Konsumgüter denken oder auch an den Maschinenbau, die sich dann damit auseinandersetzen müssen, zum einen mit der Zollhöhe, aber natürlich auch mit den Zollprozessen und der ganzen Organisation der Exporte in Zukunft. Das ist so die eine offensichtliche Seite, aber dann gibt es noch viele weitere Themen, die der Brexit mit sich bringt für Firmen. Das heißt, man muss sich natürlich angucken, wie schaut meine Lieferkette aus? Sind alle Supplier auf den Brexit vorbereitet? Sind da die Prozesse so, dass man auch im harten Brexit nach wie vor miteinander arbeiten kann? Es geht um Fragen, ganz wichtig, Datenschutz. Wir werden auch in diesem Handelsvertrag keine Einigung, wenn es einen gibt, wir werden da keine Einigung über Datenschutzstandards sehen. Einfach deswegen, weil die dann nochmal separat geregelt werden müssen. Es gibt Governance-Fragen, wie muss man die Governance der britischen Tochtergesellschaften eventuell umorganisieren, Vertragsanpassungen und vieles andere. Und das macht den Brexit so ein bisschen kompliziert, weil es ist nicht nur ein Thema, es ist tatsächlich so ein sehr, sehr bunter Strauß von Themen, die da auf Unternehmen zukommen. Und die Themen unterscheiden sich sehr, sehr stark je nach Sektor. Jetzt sprecht ihr ja auch sehr häufig mit Unternehmen über dieses Thema, auch über dieses Worst-Case-Szenario No-Deal-Brexit. Wie gut sind die Unternehmen eigentlich vorbereitet auf dieses Szenario? Genug Zeit hatten sie ja eigentlich oder kann man sich darauf gar nicht wirklich perfekt vorbereiten? Ja, das ist eine gute Frage, ob man sich darauf wirklich perfekt vorbereiten kann. Ich glaube, perfekt wird schwierig, eben weil es so, sagen wir mal, so vielschichtig ist.
Aber was wir schon sehen, also wir machen auch tatsächlich schon, wir haben vor dem Referendum schon unseren ersten Brexit-Survey gemacht und haben inzwischen jedes Jahr einen gemacht, also sind inzwischen beim fünften, haben jetzt der neueste ist aus dem Sommer. Und da hat man schon gesehen, dass die Vorbereitung oder die Vorbereitung der Unternehmen deutlich umfassender geworden sind. Also wir hatten letztes Mal gesehen, dass ungefähr 3/4 der Unternehmen denken, dass sie gut vorbereitet sind. Trotzdem sind es ungefähr noch 40%, die sagen, der Schaden wird trotzdem fürs eigene Unternehmen hoch oder sehr hoch sein. Ich glaube, das hat tatsächlich damit zu tun, dass es eben tatsächlich einfach Bereiche gibt, auf die man sich schwierig vorbereiten kann. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Der andere Punkt ist, dass wenn man dann aber auch die Unternehmen fragt, ganz konkret nach Bereichen und nach bestimmten Maßnahmen, haben wir jetzt im Sommer schon gesehen, dass immer noch die Mehrheit der Unternehmen noch eher in der Planungsphase ist und noch tatsächlich diese Vorbereitungsmaßnahmen noch nicht umgesetzt hat, so dass hier nach wie vor das Risiko besteht, dass da die Zeit davon läuft und der Brexit quasi da ist, bevor die Maßnahmen abgeschlossen sind. Und das ist dann natürlich, kann zum Problem werden. Abschließende Frage, was erwartest du denn persönlich für ein Ergebnis, wenn wir einen Deal sehen oder dann doch den No-Deal-Brexit? Ja, das ist die 100.000-Dollar-Frage. Ich glaube, also man soll ja immer auf das Beste hoffen und rein ökonomisch wäre es für beide Seiten das Beste, man kommt zu diesem, zumindest zu einem Handelsabkommen. Also das wäre, glaube ich, das Minimum. Das heißt, wir hätten nach wie vor ungehinderten Handel. Man muss auch sehen, 20% aller EU-Exporte gehen nach wie vor ins Vereinigte Königreich. Also es ist nicht nur ein Thema, was für UK irgendwie schädlich ist und hohe Relevanz hat, sondern es ist natürlich auch ein Thema für die EU und hier vor allem Deutschland, aber auch Länder, Niederlande, Irland haben auch sehr, sehr extensive Handelsbeziehungen. Das heißt, so rein ökonomisch, glaube ich, brauchen wir dieses Abkommen. Nur ist der Brexit jetzt natürlich kein ökonomisches Projekt, sondern also ein sehr politisches Projekt mit vielen Unwägbarkeiten. Das heißt, ich persönlich hoffe noch drauf, dass es das gibt. Ich sehe nur im Moment noch keine ganz konkreten Fortschritte. Die kann natürlich auch sein, dass die noch nicht nach außen dringen. Von daher würde ich sagen, es ist vielleicht die 50-50 wäre, glaube ich, zu pessimistisch. Auch die Finanzmärkte gehen ja davon aus, dass es ein Abkommen gibt. Ich würde vielleicht sagen, die Chancen auf ein Abkommen sind leicht höher wie 50, aber auch nicht deutlich höher wie 50. Wie siehst du das denn aus einer Schweizer Perspektive? Ja, wir sind ja nicht Teil der EU und können der ganzen Sache hier ein bisschen entspannter zumindest zuschauen, aber uns betrifft das natürlich dann indirekt genauso. Ich habe die Hoffnung eigentlich schon fast ein bisschen aufgegeben, dass das Drama noch irgendwie abgewendet werden kann und wir zumindest ein Handelsabkommen haben werden. Aber ja, ein wenig ist der Wunsch da doch immer noch der Vater des Gedanken. Also ich hoffe schon. Aber ich halte vor allen Dingen natürlich den Brexit politisch für Europa für sehr schädlich. Insbesondere ja, da damit eine wichtige Gegenstimme eigentlich auch im politischen Brüssel gegen die, wie ich finde, doch sehr starke französisch-deutsche Dominanz fehlen wird. Auch wird eine in wirtschaftlicher Hinsicht wohl liberalere Stimme, die sich bis in der Staatsgläubigkeit der anderen Länder widersetzt, sicherlich fehlen. Somit insgesamt natürlich schon ein trauriges Kapitel für Europa. Aber lass uns mal hoffen, dass wir wenigstens ein Handelsabkommen noch in irgendeiner Art und Weise haben werden. In Kürze werden wir wissen, wie es weitergeht. Dann vielleicht auch noch mit weiteren Updates. Alex, vielen Dank für deine Zeit, für deine Info und ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche. Sehr gerne und danke dir. Wie hat dir diese Podcast-Episode gefallen? Ich hoffe, du konntest spannende und neue Erkenntnisse mitnehmen. Lass es mich wissen und schick mir eine Nachricht, am besten über mein Profil auf LinkedIn. Details dazu in den Shownotes. Das sind die schriftlichen Informationen bei jeder Episode. Und vergiss nicht, den Deloitte Future Talk zu abonnieren in deiner Podcast-App. Dann verpasst du auch keine weitere Folge. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal.